Was hier eigentlich noch drin? Oh, Korbel noch und noch. Alles Mögliche. Okay, da erkennen wir, wer drum steht. Stellen wir eins hin. So, dann können wir gleich mal das weg. Erde weg, Erde weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich da verzählt habe oder ob ich das in der Kopie falsch gemacht habe. Weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich sollte da dann, naja gut, machen wir erstmal hier das weiter, wie ich das eigentlich dachte, dass es wird. Also hier kommen dann so, hier wäre dann nämlich eigentlich der Granit hingekommen, nachdem wie ich es mir dachte in der Kopie. Ja. Auch da. Ich denke mal, ich habe mich in das irgendwo verzählt jetzt. Aber das weiß ich jetzt nicht so genau. So, dann also hier mal hin. Hier mal hin. Dunkel. Also hier kommt dann. Hier käme dann der Sandstein hin. Was ist das dann noch? Korbel da hinten. Ne? Moment, ja, genau. Noch einmal Sandstein. Ich meine, es geht ja schnell mit unserer Hacke, falls wir uns da irren. Aber ich denke mal, das war so. Diorit. Hier auch Diorit rein. Und jetzt tue ich mal für euch extra hier ein bisschen Licht hin noch. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gehe mal dahin. Hier sind also die beiden, genau, hier käme dann Diorit hin. Mein Atem stört so manchmal so ein bisschen. So, also hier kämen jetzt dann zwei, dreimal polierten Diorit hin. Einmal Granit. Zack. Richtig. Dreimal polierten Diorit. Ja, das war ja richtig. Ich habe es hier verkehrt gemacht. Habe ich vier genommen. Siehste. Okay. Hier dann auch die Dioriten, hier käme dann Sandstein hoch. Hier dann wieder was mit Fenster. Wenn wir denn da das alles weggehackt haben. So, danke. Hier dann Sandstein. Sandstein ist es nicht. Da unten käme aber der Granit rein. So, Sandstein und
Sandstein. Granit. Und hier dann Fenster. Also, wo sind sie? Da sind sie. So, die Treppe habe ich, die Leiter habe ich hier jetzt alle fertig. So, also hier kommt dann dreimal Sandstein hin und hier käme dann hier müssen wir das dann halt abändern, so wie ich mir das richtig gedacht hatte. So, okay. Muss ich doch nochmal die Leiter bemühen. Die zwei letzten Male. Und dann ist das soweit fertig. So, jetzt können wir nämlich... Ah, nee. Hier können wir weitermachen. Ah. Hier wird auch erstmal alles weggenommen. Du kommst da auch weg. So, dann kommt hier 1, 2, 3 und Granit. Und hier kommt dann Sandstein. Und Granit. So. Das kann dann auch weg. Können wir gleich mal in den Zwischenboden. So ein bisschen jetzt immer schön ein Licht dahin, ja, das macht also auch alles schön aus, leuchten da oben auch und hier unten auch dann. Hier haben wir schon. So. Okay, dann könnte man also jetzt schon mal hier, hier kämen dann zweimal Dioriten und was ist eigentlich in der Kiste Sandstein? Ja, Kobelstein, was sonst, würde ich sagen. Das müsste man dann irgendwann mal auch wegtun. So, hier würde alles schön ausgebuddelt, nicht wahr? Hier würde alles schön ausgebuddelt. Hier wären dann die drei Sandstein. Da auch noch. Und hier noch. Hier noch die drei Sandsteine, könnte man das alles auch aushöhlen, ja, wegnehmen. Da käme dann überall Graniten der Polierte. Jetzt hängt er. Nein, hängt nicht. Oder er hing.
Zack. Granit. Granit. So, Stimme ist wieder mal im Eimer. Aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Da muss ich mal, jetzt habe ich meine beiden Getränke, die ich ja hatte, schon ausgesoffen. Muss man noch eins nehmen. So, noch zwei Tage, Minecraft-Tage, dann haben wir 2 Stunden. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Okay, dann lege ich mich mal ins Bett. Und weiter geht's. Ach so, das ist die Minecraft-Musik, die habe ich so ganz leise gestellt. Hopsa. So, da ist also jetzt dann hier noch. Moment. Ah, das muss ich erst noch mal gucken. Ja, hier kam noch die. Ah, immer bei meiner Lampe steht. Ey! Geht das so auf? Ja, genau. Habe ich mich hier verbaut? Ja, das sollte Sandstein werden. Genau, sonst passt es nämlich nicht. Okay, das ist also Sandstein. Dann kommt hier auch Sandstein hin. Und hier kamen die Fenster dann hin. So, hier kämen dann wieder Dioriten. 1, 2, 3 Diorit. Ja. Lampe, damit das hier ein bisschen freundlicher aussieht. Lampe ist gut, es sind immer noch Fackeln. Wir haben noch nicht die Lampenphase erreicht hier. Ah, da könnte noch ein bisschen. Ja, wir haben noch polierten Granit. Hey, da nicht, sondern da. Hier käme dann 3-mal Sandstein hin. Ohne Fenster natürlich. So, da gehen wir dann Granit hin, auch hier. Und auch hier.
Nee, nicht Granit, sondern Diorit. Dass ich mich da immer vertue. So, da können wir gleich mal Lampe dran machen. Und hier müssen wir das ein bisschen abändern. Aber wir können halt hier noch das hinsetzen. Ja, dann gehen wir noch mal eins höher. Das muss ich auch noch abändern hier. Das hatten wir ja auch verkehrt. Dann gleich noch mal die Leitern wieder hin. Noch was wegzuhacken. So, damit sind wir ja schon fast fertig. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an im ersten Moment, aber es fehlt wirklich nicht mehr so arg viel, würde ich mal sagen. Das hin und da dann das hin und hier dann ein Licht hin. So, dann ist das auch ganz nett ausgeleuchtet. Ist schon wieder dunkel, noch nicht ganz, haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal, dass ich noch diese zwei Tage brauche. Wir haben jetzt 3.55 Uhr, da habe ich fast tatsächlich 2 Stunden Aufnahmen. Wie gesagt, haben wir lange nicht mehr gemacht, 2 Stunden. Das ist viel Holz. So, da sind wir aber jetzt hier richtig angekommen schon. Das ist schon mal gut. Das passt alles. Wir hacken immer zu viel weg. Aber so ist das nun mal. Im Leben hat man immer zu viel weg. Meinst du das? Ich meine gar nichts. So, liegt da vielleicht davor noch was? Mal gucken, da ist auch noch was runtergefallen tatsächlich. So, sogar hier unten. Ja. Die Idee kam mir dann mal in der Kopie und ich muss sagen, kam nicht so schlecht rüber, ja. Kam ganz gut rüber für meinen Geschmack. Insofern gut, wir wollten in der nächsten Etage hier. Dann weiterbauen, das sind wir dann hier. Hin.
können wir hier noch einen weiter. Mit dem Granit. Hier käme dann das hin und hier wäre dann der Sandstein. Ah. Wie gesagt, sieht man nichts von, aber irgendwie gefällt mir das dann besser, wenn ich es dann doch dahin setze. Nicht nach oben gucken oder nicht nach unten gucken oder wie auch immer. So, dann haben wir hier Granitum, Granitum poliertum. Es wird gleich wieder dunkel. Lass mal schnell hier den Diorit hoch, bisschen Lampe dahin. Hier auch. Da geht schon der Mond auf. Und dann werde ich mal gucken, ob ich das Bett hier, ja. So, dieses, was jetzt kommt, sollte dann eigentlich die letzte Folge in dieser Aufnahme sein. Da bin ich dann aber gespannt, ob ich das auch so hinkriege, wie ich mir das dachte. Und dann ist es nämlich 4 Uhr gleich und dann ist es doch auch Zeit. Aber ich habe es ganz gut durchgehalten, ohne großartig müde zu werden. Natürlich gar nicht, das liegt halt dann an der Nachtschicht, ne, da sollte es hin. Und der Diorit sollte da hin. So war das gedacht. Na, das war jetzt nicht so gut. So, dieses Ding ist fertig. Wie sieht das hier eine Etage höher aus? Hier fehlt noch das Glas. Wie sieht das eine Etage höher aus? Hier ist alles soweit fertig. Eine Etage höher. Hier ist alles soweit fertig. Hier waren wir eh schon fertig. So, das ist hier. Das ist hier. Und das fehlt noch. Weghacken. Hier kam dann der Sandstein hin. Natürlich müssen wir da den Sandstein hinmachen. Wir sehen das doch von dieser Seite. Mann, oh Mann. Was wir nicht unbedingt bräuchten. So, hier ist dann das. Hier käme dann wieder Sandstein hin. Hier wieder Sandstein hin. Hier wieder ein Fenster. Diorit, Diorit. Hier ist auch Diorit und wir sehen, wir sind ratzfatz, wir sind fast durch. Und was wir noch machen müssen, ist natürlich hier unten den Übergang. Hinsetzen. Horst. Wir können noch nicht einsetzen, Horst. Oh Gott. Das wäre auch eine schöne Überschrift. Mache ich vielleicht sogar. Wir können ja noch nicht einsetzen. Horst. Und hier noch was hin. So, und dann muss ich aber den Übergang machen.
Denn wir haben ja hier sozusagen da sind Schilder. Genau, wir müssen hier Stufen hinsetzen, nicht wahr? Das mache ich gleich mal von innen. Das ist denn auch wirklich das Letzte, was wir hier noch machen müssen. Zwei, drei. Zack. So, hier machen wir dann Stöpfchen an. Ja, so nicht. Ist das jetzt richtig geworden da hinten? Ich meine, der erste hier. Ja, der war richtig. So, der ist verkehrt. Den könnte ich auch von unten ansetzen. So, ne? So rum. So, dann käme nämlich hier der hin und hier der hin. Und hier käme dann wieder erstmal was Provisorisches hin. Das wir gleich da weghacken. Und dann hier das hin, das hin und das hin. Das kann wieder weg. Hoffentlich hackt man nicht zu viel. Genau. So, dann machen wir hier nämlich die beiden und da die beiden. Wir machen hier noch blaues Fenster hin und wir sind fertig. Sag ich mal. Ja, gut, das ist jetzt. Oder mache ich hier doch. Mache ich hier doch das hin. So, mal gucken. Sieht von innen besser aus. Von außen ist es auch nicht schlecht. Das sieht zumindest nicht das von innen sah es etwas unsymmetrisch aus, aber von außen sieht das so eigentlich ganz ordentlich aus. Oder wir machen auch die beiden noch. Du jetzt hier hingefallen oder was? Nee. So, gucke ich mir das mal aus der Distanz an. Erstmal hier so ein bisschen aus dieser Distanz und dann hallo. Oh ja, das ist natürlich mal ein Turm von einem Turm. Also. Und dann vielleicht noch aus der anderen Distanz. Hin. Ich wollte dahin. Man kann ja auch durch das Haus durchrennen, aber gut. Ja.
Das ist doch soweit ganz nett. Meine Fresse. Aber man könnte natürlich, sagen wir mal, da unten. Hier noch ein bisschen was weghacken. Das ist, passt da schon ganz gut hin. Das könnte weg. Und hier könnten diese Sachen weg. Dafür könnten wir hier alles Sandstein machen. Und dann könnte man auch noch dieses hier wegnehmen. So, dann hat man das alles im Prinzip. Das kann auch noch weg. Ja, gut. So, und dann hat man also hier. Wo ist jetzt die Treppe? Da muss ich hier rum. Alles ein bisschen verwinkelt. Aber wie ihr seht, es hat alles funktioniert und wir sind fertig geworden. Und das ist doch die Hauptsache. Wir haben es 4 und 9, habe ich doch tatsächlich 2 Stunden aufgenommen. Dann muss ich schnell noch meine Sachen wegpacken. Ins Lager. Das heißt, wir müssen also hier. Wir kommen dann im Dunkeln nach Hause, aber wir haben ja die Teleporter jetzt ins Lager. Das sollte eigentlich nichts passieren an Monstern. Das heißt, wir werden schnell noch hier einsacken. Den Sandstein hier rein. Dann haben wir den Andesit und Diorit und so weiter. Dann haben wir den Cobblestone. Da nicht, sondern ja. Dann haben wir hier eins höher noch, Cobblestone. Das war schon stockelfinster. Wieso geht ihr jetzt zur Arbeit in der Nacht? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ist auch egal. So, dann war hier noch das. Was ist jetzt passiert? Hier wollte ich jetzt gar nicht hin, sondern ich wollte noch meine Sachen hier reinschmeißen. So viele Dinge und dann gehen wir ins Bett. Dann wünsche ich euch schon mal alles Gute. Sage Tschüss und Bye-bye. Euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Ich glaube, so spät bin ich hier noch nie ins Bett gegangen. Das ist ja schon fast 10 Uhr abends. Macht's gut, tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Bis zur nächsten Aufnahme dann. Tschüss.